Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Themenritt. Und ich habe schon in den letzten Streams mal angekündigt, dass ich diesen Ritt machen will. Und der Ausschlag dazu, was den Ausschlag dazu gab, war ein Post von Star Stable, wo es eben um die Chatbans ging. Und ich hatte ja auch schon mal ein Themenritt gemacht, wo wir auch ein bisschen so diese gerechtfertigten, ungerechtfertigten Chat-Buns und Star-Stable-Buns thematisieren. Und eure Resonanz darauf, ja, die war erstens gigantisch, also vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Und zum Zweiten war sie aber auch teilweise etwas beunruhigt. Ich habe euch ja gebeten darum, dass ihr mir ein bisschen so beschreibt, wie das so bei euch war und warum ihr einen Chatbann bekommt oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder ob jemand, den ihr kennt, da Erfahrungen gemacht habt. Und ihr habt mir darauf geantwortet, sehr detailliert teilweise, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Denn das und eben ein Statement aus aktuellem Anlass von Star Stable hat mich dazu bewogen, dass wir eben heute das Fass nochmal aufmachen, nochmal über dieses Thema reden. Also, Star Stable hat eben diesen Post veranlasst auf der Star Stable-Seite, wo es darum ging, dass sie ja diese Chatbans erklären und eben dort sich auch nochmal darauf beziehen, dass sie ein neues automatisches Programm haben, das den Chat quasi überwacht und dann Sachen aus dem Chat filtert und danach entscheidet, ob hier ein Chat eine Chatsperre gerechtfertigt ist oder nicht. Des Weiteren haben ja manche nach parallel zu der Chatsperre auch noch eine tatsächliche komplette SSO-Sperre bekommen. Ja? Star Stable erklärte hier, dass das System da ist, aber auch noch nicht ausgereift ist und quasi auf dem Prüfstand ist. Ja? Jetzt ist es aber so, dadurch, dass wir so ein bisschen quasi da was ins Rollen gebracht haben, möchte ich gerne mit euch über das Chatverhalten der SSO-Spieler reden, denn was ich als Antwort bekommen hatte auf die Frage, wieso habt ihr denn einen Chatbann bekommen, ist teilweise schon stark beunruhigend, finde ich. Also, das wird jetzt nochmal ganz interessant, da wäre ich wirklich dann auch auf eure Meinung gespannt und auf eure Erlebnisse und Erfahrungen. Viele haben mir geschrieben, ja, ich wurde einfach wegen ganz normalen Begriffen aus dem Chat gebannt und so weiter. Dann gibt es natürlich aber auch Leute, die sagen, okay, ich habe tatsächlich Dinge geschrieben, die ich vielleicht nicht in einen Chat schreiben sollte. Und das sind zum einen Beleidigungen oder aber auch, sagen wir mal, also es gab tatsächlich Leute, die geschrieben haben, ja, wir haben Texte geschrieben, die vielleicht nicht wirklich für Jugendliche geeignet sind, aber nur aus Spaß. Und da ist der Punkt dann auch, wo ich denke, ja gut, also nur aus Spaß in einem öffentlichen Spiel, im Sagchat oder so, schwierig, oder halt im Freundeschat, wenn ihr wisst, dass es sowieso überwacht wird. Warum macht man denn solche Späße? Oder aber, ja, wir haben nur aus Spaß jemanden beleidigt oder wir haben aus Spaß uns untereinander beleidigt oder wir wollten nur jemanden pranken oder lauter solche Sachen. Ne? Da kamen wirklich ganz, ganz viele Antworten, die in so eine Richtung gingen, die ich so ein bisschen komisch finde, weil ich mir denke, warum macht ihr denn dann sowas? Ja? Warum ist dieses Chatverhalten so eigenartig und so, ich will nicht sagen negativ, aber halt ja so ungeziemlich, würde man vielleicht in einem vor ein paar Jahrzehnten noch sagen. Wieso werden diese Chats so derbe? Warum wird da öffentlich, auch wenn es nur aus Spaß ist, beleidigt? Warum ist ihr denn aus Spaß zu einer Freundin, Freund irgendwelche Beleidigungen in den Chat schreiben? Und da wundert es mich dann natürlich nicht, wenn ihr eine Chatsperre bekommt, weil das System kann ja nicht unterscheiden, wen ihr das geschrieben habt, also ob das ein Real-Life-Bekannter ist oder nicht, oder ein Internetfreund oder wie auch immer, oder mit welcher Intention ihr das schreibt. Ja? Und da frage ich mich dann schon, ist das wirklich nötig, sowas in dem Spiel zu machen? Also da sind wir natürlich wieder bei so Themen wie, ja, WHRH mit Love, mit Re-Love, Extreme Love und lauter so einem Zeug und so, wo ich mir denke, so, boah, muss denn das sein? Ja, also, und da geht es, glaube ich, auch schon bei den Jüngsten los, die ja mit krassen Ausdrücken auch um sich hauen. Und in Star Stable ist es ja eh schon so, dass die Chat-Konfiguration ja verhindert, dass man einige Begriffe schreibt und die ja dann auch bewusst quasi umgangen werden, um irgendwie anders durchaus einen Ausdruck zu formulieren, der so vielleicht nicht vom Chat erlaubt ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich schaff's irgendwie hier auch, mein Leben in Star Stable so zu verbringen, ohne eine Chatsperre zu bekommen oder halt ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Sicherlich, viele von euch haben auch geschrieben, hey, ich habe einfach nur hey, hi geschrieben oder irgendwie sowas. Ich kann natürlich auch nie den Wahrheitsgehalt von solchen Aussagen überprüfen. Ne? Mag ja sein, dass ihr eine Chatsperre bekommen habt wegen nur hey, hi oder dass da vielleicht noch mehr war, was man vielleicht jetzt gerade mal vergessen hat, was da vielleicht in einem Chat geschrieben wurde oder sowas, ne? Was man natürlich auch nicht unbedingt jedem erzählen möchte oder so. Dass man könnte, ja, okay, da war vielleicht dann doch mal ein bisschen was Beleidigendes oder Perverses oder irgendwie sowas, ja, wo man sich denkt, ist das wirklich nötig? Auch wenn es nur Spaß ist. Ist euch das auch schon aufgefallen? Geht das Chatten der Leute wirklich in eine komische Richtung? Ich sehe das immer wieder auch bei Chats im Sarg-Chat, in Global-Chats und sowas. Ja, da, wir haben ja schon eine gewisse Veränderung und so eine gewisse Verrodung quasi der, ja, der Chat-Qualität feststellen müssen. Und ganz interessant ist dabei auch wirklich die Entwicklung. Also wann hat das angefangen? Warum hat es angefangen? Ist das nötig? Ja, ist es den Leuten einfach langweilig in dem Spiel oder ist es wirklich nur Spaß? Und dann frage ich mich auch, was ist das für ein Spaß, Leute zu beleidigen oder Freunde auch zu beleidigen? Also ich beleidige meine Freunde eigentlich nicht wirklich mit irgendwelchen Schimpfausdrücken, weil man sich mal neckt oder irgendwie sich gegenseitig verarscht. Natürlich mache ich das auch, ja. Aber ist das dann vielleicht auch nötig, in einem Star Stable das zu machen, wo man weiß, dass der Chat auch auf jeden Fall überwacht wird, wo das halt auch andere mitlesen können, sagen wir mal im Sarg-Chat oder im Global-Chat, kann man das dann nicht für sich behalten? Genauso wie diese ganze Prank-Geschichte, die irgendwie auch so ein Modethema geworden ist, oder wenn man darüber redet, was man für Erfahrungen gemacht hat in den letzten Tagen oder irgendwie sowas und da auch auf Wörter zurückgreifen muss, die vielleicht nicht für jeden geeignet sind. Ich frage mich dann immer, muss das sein? Ist das wirklich nötig? Kann man sowas nicht auch eventuell privat klären? In privaten Diskussionen, Gesprächen, Gruppen oder sonst irgendwo, ne? Oder muss man das über den Star Stable Chat klären? Des Weiteren fand ich auch noch einen Beitrag von Star Stable sehr interessant. Sie bitten verstärkt darum, dass sie das System nicht testen sollen. Also man soll nicht unnötig mit unangemessener Sprache testen und zu gucken, bekomme ich vielleicht eine Chatsperre oder nicht. Ich habe gesehen, sowas gibt's, sowas machen Leute, sowas gibt's auch auf YouTube. Ich finde es richtig schade, ich finde es ziemlich dumm und ziemlich blöd, denn es ist tatsächlich so, wie das Star Stable Team auch sagt, die Lernfähigkeit des Systems wird dadurch negativ beeinflusst und verfälscht, ne? Und die Sperren werden nicht aufgehoben, wenn man sagt, ach, das war doch nur ein Test oder das war doch nur ein Spaß. Und ich finde auch, dass das verlockt einen, da auch wieder Unfug damit zu betreiben. Und das finde ich auch sehr schade. Und dann denke ich mir wieder, warum macht man das dann? Ja, also warum muss man dann auf sowas zurückgreifen, um hier noch das System versuchen zu manipulieren oder vielleicht sogar auch noch zu verschärfen, wenn Star Stable merkt, oh ja, jetzt seitdem wir ein System haben, fällt uns aber viel auf, dass die Leute hier das und das schreiben und hier unangemessene Sprache haben, obwohl sie es vielleicht nur aus Testzwecken, aus Spaß oder so, das System überprüfen und testen wollen, damit aber das System quasi falsch füttern und es immer schlimmer wird mit den Chatsperren für den tatsächlichen Gebrauch im Chat, für Leute, die eben nicht testen wollen, sondern vielleicht aus Versehen einen Begriff falsch formulieren durch Rechtschreibung oder weil sie nicht wissen eben, dass dieser Begriff jetzt in Zusammenhang mit einem negativen Wort verbunden wird, was das System automatisch herstellt. Ne, wenn man jetzt zusammengesetzte Namenwörter oder sowas benutzt, ne, die eine Hälfte davon vielleicht unangemessen ist, kann es ja sein, dass die andere Hälfte davon auch mit in diesen Pool von unangebrachten Wörtern kommt, nur weil es Leute gibt, die den ganzen Tag auch Spaß versuchen, irgendwelche Chatsperren zu bekommen, indem sie Wortkombinationen spammen oder sowas, ja. Ich glaube, das ist eine nicht so gute Idee, also ich würde euch abraten, das zu machen. Ich weiß, ihr findet das in dem ersten Moment bestimmt richtig, xddd lol oder sowas, ja, aber es ist wirklich nicht so witzig und vor allem auch für den Rest der Spieler, die ganz normal spielen wollen, glaube ich, eher negativ, vor allem die Folgen, die das dann nach sich trägt.
Ich würde mich wirklich interessieren, fällt euch das auch auf? Also merkt ihr das auch? Ist es tatsächlich so, dass der Umgang der Leute und das, was in Star Stable passiert, ein bisschen komisch wird, das, was geschrieben wird in den Chats, dass hier oft auch einfach Dinge besprochen werden, die eigentlich nicht besprochen werden sollten, weder im Global-Sarg noch Freundeschat, sondern einfach nicht in ein Online-Spiel gehören, vor allem halt auch nicht in ein Online-Spiel, was, ich sag mal, vornehmlich für jüngere Altersklassen gedacht ist. Natürlich, wir spielen in Altersklassen Star Stable, wir spielen in allen Geschlechtern Star Stable, völlig egal, aber das Prinzip dahinter ist doch, und das glaube ich kann auch niemand leugnen, dass der Altersdurchschnitt doch sehr, sehr gering ist, und auch in dem Alter schon eine Sprache herrscht, die vielleicht nicht so akzeptabel ist. Ich bin wirklich nur darauf gekommen, weil ihr mir das erzählt habt. Also ihr braucht jetzt gar nicht, also wenn jetzt jemand denkt, oh, Peggy hier, jetzt macht er einen hier auf Weltverbesserer und erlaubt uns nicht zu sprechen, wir wollen. Nein, mir persönlich ist das ziemlich egal. Ich bin tatsächlich nur auf das Thema aufmerksam geworden, weil ihr mir beschrieben habt, warum ihr oder Freunde von euch oder Leute, die ihr kennt, Chatsperren bekommen haben, und ich mir daraus dann denke, warum gibt es solche Gesprächsthemen überhaupt in Star Stable? Eure Meinung dazu bitte hier unter das Kommentar. Habt ihr da was mitbekommen? Wie ist eure Intention dazu? Wie ist eure Meinung? Euer momentaner Eindruck? Sind denn dann die Chatsperren vielleicht doch gerechtfertigt? Weil ich mir dann auch denke, wenn jemand den Chat voll spammt mit Testen, ob das Ding anschlägt, dann soll er auch gesperrt werden. Und zwar richtig. Oder wenn jemand die ganze Zeit irgendwelche Beleidigungen spammt in den Chat, dann ist auch da die Chatsperre gerechtfertigt, ne? Weil wir wissen ja nie, was wirklich dahinter steckt. Natürlich kann man sagen, ja, ich habe nur Spaß gemacht. Da muss ich auch sagen, ja, dann kann man diesen Spaß eigentlich auch lassen. Denn für viele ist er vielleicht kein Spaß und viele Leute mögen es vielleicht auch nicht, geprankt zu werden oder wenn sie sich Sachen im Globalchat anschauen müssen, die sie vielleicht nie wissen wollten, die vielleicht auch unangebracht sind. Mich interessiert immer einfach eure Meinung. Erlebt ihr sowas? Wie ist eure Denkensweise dazu? Seht ihr auch so, dass ihr sagt, okay, wenn sowas existiert und das auch nur aus Spaß gemacht wird, dann ist eine Chatsperre da auf jeden Fall gerechtfertigt, weil so ein Spaß muss in so einem Spiel nicht sein. Auch irgendwelche Anspielungen in unangebrachte sexuelle Richtung oder irgendwie sowas muss in dem Spiel nicht sein, auch wenn sie nicht ernst gemeint ist. Eure Meinung dazu bitte unten in die Kommentare. Das war es heute von mir, von meinem kleinen Themenritt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken über einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo, wie auch immer. Würde mich freuen. Ich freue mich auf eure Beteiligung. Lasst es mich wissen, was ihr darüber denkt. Dankeschön fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Won't you stay?